haben unseren Spruch vergessen. Rock'n'Roll und Dagoberte. Ganz klar, MC Delirium Germanicum. Bikertreffen in Wolkenburg, wie jedes Jahr am Pfingstwochenende. Diesmal wurde dazu 35 Jahre Bikerclub Delirium Germanicum gefeiert. Und sind ganz stolz darauf, dass wir 35 Jahre lang unser Feeling leben können. Vor 35 Jahren ist unser Old Member, das ist unser Mossi, der ist aus dem Westen. Und der ist rübergekommen und hat unser Collar aus dem Westen mit rübergebracht. Zurückblickend können die Biker aus Limbach Frohnau sagen, es gibt eigentlich nur schöne Ereignisse. Also für uns ist einfach nur das Feeling zu leben, Rock'n'Roll. Wir sind alle Biker, wir fahren alle Motorräder, mittlerweile sehr viel Harley. Aber trotzdem, unser Feeling ist einfach Motorradfahren. Motorradfahren, Leute kennenzulernen, Freundschaften zu pflegen und einfach den Rock'n'Roll und Partys feiern. Und einfach, das ist unser Lebensinhalt, einfach ein Rock'n'Roll. Unter Zusammenhalt intern unter den Clubbrüdern. Genau. Und das Schönste an der ganzen Sache ist einfach wirklich auch, wir haben auch eine sehr gute Bruderschaft. Das bedeutet, wir sind zusammen mit Familie, mit allen drum und dran und wir leben einfach unser Leben. Und das ist sehr schön, wie alle auch mitziehen, auch die Familien sehr gut mit dazustehen. Und das ist, jeder hilft jedem. Und das ist eine ganz große Freundschaft, Bruderschaft. Was uns ohne unsere Familien funktioniert es nicht. Es gab aber auch traurige Momente. Wir haben natürlich auch unseren Rotkapitän verloren vor drei Jahren. Und das war natürlich für uns ein großer Verlust. Das war ein guter Bruder. Und es war natürlich für uns so alles sehr schmerzhaft. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir trauen eigentlich heute noch für ihn. Ja. Und es ist eine schmerzhafte Geschichte. Aber er hatte das auch gewollt, dass wir genau das weitermachen, was wir jetzt so machen, weil er hat es auch genauso gelebt. Ja. Und weil der MC Delirium Germanicum eine große Familie ist. Seine Familie gehört einfach mit zu uns und ist mit involviert. Und wir unterstützen auch die Familie mit. Und auf den wir auch ganz stolz sind. Der Konrad, der ist in der Freiwilligen Feuerwehr, engagiert sich in der Stadt. In der Politik mittlerweile. Im Beirat. Jugendbeirat. Also was er macht, sind wir auch ganz sehr stolz drauf. Wie er sich so entwickelt, er musste ganz schnell durch seinen Verlust erwachsen werden. Und das hat er geschafft. Der Bikerclub aus in Limbach-Oberfrohnau, eine starke Gemeinschaft auch in schlechten Zeiten. Ja, wir sind eine große Familie, also unser ganzer Club ist eine große Familie und da gehören auch die Frauen mit dazu. Die Frauen unterstützen uns auch sehr, wo man sagen muss, absolut top, dass unsere Frauen uns wirklich so dahinter stehen. Und die organisieren mit, die machen mit und selbst die Frauen feiern auch mit ihren Partys und das ist auch, wo man sagen muss, absolut top. Ein guter Zusammenhalt und da kann ich einfach nur sagen, Daumen hoch. Ja. Gefeiert wurde wieder viel am Pfingstwochenende in Wolkenburg mit Gästen von überall her. Ja. Verschiedene Clubs. Man sieht es auf unseren Flyern oder unsere Philosophie ist, everybody is welcome. Und das ist halt das, wo wir sagen, wir fahren natürlich auch jede, also wir sind sehr viel unterwegs. Delirium ist auch ein Club, der wirklich sehr viel fährt, der wirklich auch sehr viel unterwegs ist. Ja. Und das ist eigentlich total top, weil wir das auch gerne mit Herz und Seele machen. Wir besuchen gerne andere Leute, wie gesagt, vor uns gesagt, wir möchten gerne Leute kennenlernen, Spaß haben. Und das Schöne daran ist auch, wir haben auch jetzt Leute aus Lettland da. Also es sind zwei Clubs aus Lettland da. Die sind 1300 Kilometer extra hierher gefahren mit den Motorrädern. Wir haben aus England Besuch da, wir haben aus der Schweiz Besuch da, aus Österreich haben wir Besuch da. Tschechien hat sich von morgen angekündigt und mal sehen, was noch kommt. Also absoluter Wahnsinn. Und das ist das, wenn man Kontakte pflegt und wenn man Freundschaften pflegt. Andere Biker besuchen gern die aus Limbach-Oberfrohnau. Weil wir so sind, wie wir sind. Wir verstellen uns nicht. Wir sind einfach Delirium und Delirium, wir sind menschlich und Rock'n'Roll. Komm her. Wie sieht das aus jetzt? Das ist unser Rotkapitän.
Unser Road-Captain ist nämlich dafür verantwortlich, wo die Routen hingehen. Also der ist immer derjenige, der vorne wegfährt und uns zeigt, wo wir hinfahren müssen. Und wir fahren Uli immer hinterher, weil er immer der geilste Trucker allgemein ist. Nein, wir lieben unseren Uli. Uli ist Road-Captain und er organisiert auch die ganzen Fahrten, wo es hingeht. Und er macht das wirklich, er macht den ganz, ganz tollen Job. Und ich lasse mir von niemand anderen etwas einreden. Auf ein schönes Wochenende. Auf ein schönes Wochenende. Zu Gast waren auch Tiroler. Weil sie gleich sein wie. Die Tiroler reden nicht viel. Entschuldige, ich habe nicht gesagt, mich versteht keiner. Wir pflegen schon seit Jahren eine sehr gute Freundschaft mit Tirol. Ja. Eine richtige feste Freundschaft. Wir haben uns kennengelernt und da war es gleich Liebe auf den ersten Blick. Und das, was man sagen muss. Und die noch heute, auch nicht bloß im Motorradclub, sondern auch privat, eine sehr gute Freundschaft. Beste Freundschaft, ja, was gibt. Genau. Und das ist halt auch Sachsen, Tirol, eine mega Freundschaft. Tirolischer Freistaat und sächsischer Freistaat. Stadt, genau. Es sind nicht nur Biker willkommen bei uns, es ist jeder willkommen. Jeder, der mit Delirium gerne feiern will, ist herzlich willkommen. Rock'n'Roll und lange Bärte. Was die Zukunft des Bikerclubs aus Nürnberg-Oberfrohna anbelangt. So wie es jetzt ist. Also dass es weiter so läuft. Wir sind ganz stolz, dass wir auch junge Leute mit bei uns im Club jetzt mittlerweile bekommen, die einfach mit uns genau die Philosophie leben, die genauso stolz sind, die das genauso mit nachvollziehen, was wir jetzt so machen. Und das ist halt, der Nachwuchs kommt und die sind genauso mit gut drauf. Und das ist das, was wir wollen, genauso weiterleben, wie wir es jetzt machen, weil das ist einfach eine geile, super Gemeinschaft. Wer Teil dieser Gemeinschaft werden möchte? Ausschlusskriterien gibt es eigentlich in dem Sinne keine. Sie müssen einfach bloß zur Gemeinschaft gehören. Also es muss einfach zur Gemeinschaft gehören. Und das ist das, wo wir einfach ganz viel Wert legen, dass es eine große Gemeinschaft ist, eine Familie. Und wer in die Familie nicht reinpasst, der hat natürlich wenig Chancen. Der MC Delirium Germanicum aus Illenbach-Oberfrohna hat mittlerweile auch eine Ortsgruppe im Vogtland. Das Pfingstwochenende war wieder eine große Sause, die am Freitagabend gemütlich losging. Hast du Feuer? Das Jahr habe ich. Nein, aber nochmal eins. Das hast du jetzt nicht gemacht. Nein, aber nochmal ganz groß. Wir müssen uns gerade nochmal ganz toll bedanken bei unseren ganzen Unterstützern, die wirklich das, was wir hier auf die Beine stellen, uns unterstützt haben. Ohne die ist das wirklich nicht möglich. Wir machen aus einer grünen Wiese machen wir ein großes Event. Und nochmal ganz großen Dank an alle Unterstützer, die uns hier helfen. Ganz großes Dank an die Stadt, an die Wolkenburger, die das alles ertragen müssen, aber gerne eingeladen sind, jedes Jahr mit uns zu feiern, mit uns einfach nur Spaß haben und einfach ein wunderschönes Wochenende genießen wollen. Bei schönem Wetter. Und dieses Jahr Top-Wetter. Und ich habe wieder eine Kippe in der Hand. Zweber lebt unser Motto. Im Land Tirol die Treue. Ich wollte gleich sagen, Mann, das ist Zeit. Mann, das ist Zeit. Bringst du das volles im Fernsehen? Nein, das gibt's nicht. Ah. Nein, mir verhoffen sie gleich wieder.
Kannst du das auch so schnell wegen verhaften? Na, Rocket. Wie verhaften sie wieder? Nein, die verhaften sie nicht. Jawohl. Hast du einen Bosch drauf, oder? Ein Bart? Das ist doch ein Film, das ist die Hand umgewandt, oder? Ich suche Treffen, Leute. Das ist doch kein Biker-Treffen. Jedes Jahr Rock'n'Roll und lange Bärte. Und da gibt es ja quasi noch einen Zusatzslogan. Oh, vergessen. Das musst du rausschneiden. Warte. Warmes Bier und kalter Rotwein. Genau, der nächste Slogan für nächstes Jahr. Warmes Bier und kalter Rotwein.